Immer wieder treffe ich auf Menschen, die sich die Frage stellen, was ihre Berufung ist. Und viele sitzen dann zu Hause auf der Couch und warten darauf, dass an der Tür klingelt, der Engel mit einem blauen Brief vorbeikommt und sagt, Herr Müller, das ist Ihre Berufung. Ich glaube persönlich nicht daran, dass bei allen Menschen genau so dieses Wunder sich abspielen wird, um dann in seine Berufung zu kommen. Vielmehr gibt es Prozesse, gibt es Regeln und Prinzipien, die dir helfen werden, deine Berufung zu finden. Und ich werde mit diesem Video einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass du weißt, wo du ansetzen kannst, um in deine Berufung zu kommen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich habe nicht gleich als Unternehmer, Berater, Coach, Trainer und Speaker angefangen, sondern habe auch viele Stationen durchlaufen, bis ich schließlich meine Berufung gefunden habe. Insgesamt habe ich über 30 verschiedene Tätigkeiten und Berufe ausgeübt. Angefangen als Soldat, Vermögensberater bei der Deutschen Bank, dann als Kriminalpolizist, später in der Personalvermittlung, im Telekommunikationsvertrieb, im Sicherheitsunternehmen, als Gastronomiearbeiter und Diskothekenbesitzer. Und es hat eine Zeit gedauert, bis ich in meine Berufung gekommen bin. Und dabei habe ich drei wichtige Prinzipien kennengelernt, drei wichtige Fragestellungen, die ich dir heute weitergeben darf. Das Erste, was ich gelernt habe, ist, sich mit mir selbst auseinanderzusetzen, nämlich wirklich herauszufinden, was sind meine Interessen, meine Bedürfnisse und wie steht es um meine Lernfähigkeit. Warum ist das so wichtig? Deine Interessen und Bedürfnisse sind deshalb wichtig, weil du intrinsisch motiviert sein musst und nicht immer nur dann, wenn von außen dir jemand sagt, du sollst etwas tun oder wenn der Schmerz dich dazu treibt, etwas zu tun. Und genauso wichtig ist, dass du dich mit der Lernfähigkeit, mit deinem Potenzial auseinandersetzt, denn es ist sehr unwahrscheinlich, dass deine Eltern dir, deine Lehrer dir und deine Berufsausbildung dir das beigebracht haben, was du in der Zukunft tun wirst, um in deiner Berufung zu kommen und zu bleiben. Das Zweite, was ich lernen durfte, dass ich mich nicht nur mit mir selbst befassen darf, um meine Berufung zu bekommen und erfolgreich zu werden, sondern mit anderen Menschen. Und als Suchkriterium kann dir das Leid helfen, in dem Menschen sich befinden. Und in einen Leidenszustand kommen Menschen dann, wenn sie entweder Ziele im Leben haben und diese nicht erreicht haben, wenn sie Wünsche haben und die noch nicht erreicht haben oder wenn sie echte Probleme haben. Aber achte darauf, wenn du dich mit anderen Menschen auseinandersetzt, dass sie auch Ressourcen haben, deine Dienstleistungen auch zu bezahlen. Denn wenn du beispielsweise der beste Porzellanpuppensammler bist oder der beste Schallplattensammler bist, dann ist es vielleicht schön für dich, dass du dort deine Interessen nachgehst und dass du auch Menschen vielleicht dabei hilfst, Probleme zu lösen. Aber wenn dich keiner bezahlen kann oder will, wirst du nicht dauerhaft in deine Berufung kommen. Und das Dritte, was du brauchst, ist das Wissen, wie der Kontext, also die Umgebung, die Umwelt aufgebaut ist. Denn egal, wo du lebst, es gibt immer in einem Kreis von Menschen Gesetzmäßigkeiten. Es gibt Rahmenbedingungen, die einzuhalten sind. Es gibt Prinzipien. Und dazu gehören beispielsweise den Steuersatz, den du zu erheben musst. Oder beispielsweise die Art der Rechnungslegung zu beachten sind. Oder die Import- und Exportregeln oder die Zollabfertigung. Zusammengefasst also ist dein Weg in die Berufung, dass du zuerst dich mit dich selbst auseinandersetzt, was dich interessiert, was dich motiviert, und zwar intrinsisch und nachhaltig über Jahre und Jahrzehnte. Und dass du aufklärst, welches Lernpotenzial hast. Und die Frage stelle ich dir, was kannst du nicht lernen, was andere Menschen gelernt haben? Das Zweite ist, dass du ein Spezialist wirst, nicht nur für dich selbst, sondern für andere Menschen. Welche Ziele, welche Probleme, welche Wünsche haben sie? Wo ist das Leid am höchsten? Und wo sind die Menschen mit hohem Leid, die auch das Geld und den Willen haben, dich zu bezahlen? Und die dritte Aufgabe ist dann zu erforschen, wo bist du? Bist du in Alaska? Bist du in Deutschland? Bist du in Nordkorea, in China? Da hast du ganz andere gesetzliche Rahmenbedingungen, Normen, Werte. Aber auch dort gibt es Menschen, die in ihren Berufen gekommen sind. Dort gibt es Menschen, die sich als Angestellte, als Selbstständiger oder als Unternehmer etabliert haben. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, kannst du jetzt nicht nur das Video mit Daumen hoch liken, den Kanal abonnieren, sondern du kannst auch Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. In diesem Erstgespräch können wir dir mit einem Beraterteam von mehr als 30 Beratern dabei helfen, in deine Berufung zu kommen, wenn du in eine Selbstständigkeit gehen möchtest, wenn du ein Gewerbe eröffnen möchtest oder sogar ein Unternehmen, ein Startup aufbauen willst. Also rufe gerne an oder buche ein kostenfreies Erstgespräch über die Website und ich wünsche dir viel Erfolg auf deinem Weg in deine Berufung. Dein Daniel Schäfer.